Ist ein Rahmenhersteller aus Holland, der in Handarbeit, also Backer Frames in den Niederlanden. Und der Motor ist der charakteristische Tandem-Parallel-Twin längs eingebaut. Und der ist bei Rotax gebaut worden. Mein morgiger Sprecherkollege, der Walter Ametshofer, der wird morgen wieder zu zweit moderieren. Das ist dann für mich ein bisschen entspannender, das Ganze. Der Walter ist in der Arbeitsplanung bei Rotax tätig, arbeitet da dort. Und die bauen aber natürlich diese. Also als Moderator unterwegs am Attersee bei einer Radveranstaltung, der hat es noch schlimmer wie ich. Der hat 1400 Starter da dort. Ich weiß nicht, wie der das macht, keine Ahnung. Und ich darf Gott sei Dank, ich bin Gott sei Dank nur knapp bei 400. Ja, so werden wir es morgen wieder zu zweit schaukeln. Wie gesagt, der ist bei Rotax beschäftigt. Der Yamaha, also Jochim, ist ein deutscher Rahmenhersteller gewesen, hat exzellente Fahrwerke gebaut und ist aber irgendwann ist der Rennsport abgedriftet von den Eigenbaufahrwerken und der hat sich dann umorientiert und macht heute handgefertigte Mountainbike-Rahmen. Der Müller Robert auf einer. Die meisten werden sich noch erinnern, die fahren immer weiße Bekleidung und unten der rote Strich. Und da kann man das als Zifferntor erkennen oder als Verstandungstafel, wenn das richtig gemacht ist, das Ganze, dann ist ein 250er oder ein 350er oder ein blaues Zelt, ein 250er oder ein grünes Zelt. Aber diese Leute haben jetzt schon mal das erkennen können. Dass ein schwarzes Zelt war, 125 oder ein gelbes Zelt war. Im Moldheimer Sport stimmt leider, dass ich dort die Kinder wieder ins Zimmer war. Der Gläser Frank ist auf einer Einzylinder, der Lanz Raphael auf einer Honda, auf einer RS 125 E. Das ist also irgendwas aus den 90er Jahren, weil die vorher noch andere Beteiligung hat dann, der Fliegläufer Walter, auf einer Triebzett 250, dann der Ingo Emmerich, der ist auf einer 7 unterwegs, das ist ein Motorrad, das von Horst Sieben in Eigenregie gebaut worden ist.